just a rebel on your own. On a bedroom trip. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich Project Cars online mit dem Simak LP. Hallo. Ja, wir spielen mit Nürburgring GP, mit einem Formel C-Wagen, mit Regen, also es wird schön nass und spannend und ja. Wie startet man die Sitzung? Jo, nicht zu viel erwarten, wir sind noch Neulinge in diesem Spiel. Also Simax, glaube ich, erste Fahrt ist überhaupt, ne, jetzt? Also erstes Rennen überhaupt. Ja. Ich habe bis jetzt eigentlich nur freies Fahren gemacht, das heißt auch noch nicht gegeneinander oder so. Nur die Nordschleife habe ich immer genommen. Weil ich die irgendwie schon mag. Und Regen. Ach du liebes bisschen. Sieht aber echt geil aus. Ja. Also Grafik haben sie gar nicht hinbekommen. Ja, das stimmt. Also, hast du schon mal im Regen gespielt? Nee. Es wird spannend auf jeden Fall. Wo ist denn hier? Ah, ja, ich habe die Kurve. Oh! Ganz okay, genau. Für einen Anfänger nicht schlecht. Also auch wie die Wassertropfen wegfliegen. Boah, das ist voll irritierend, ne? Boah, ey. Oh, Alter. Ich komme ja noch nicht, gar nicht so richtig klar. Oh, es ging eigentlich. Alter, die Regentropfen sind echt heftig. Oh Gott, da geht's ja nach links. Oh, scheiße, genommen wieder die Kurve. Ja, also wie gesagt, wir sind noch ziemliche Neulinge. Nicht wundern. Oh, ja, geht. Also die Regentropfen irritieren. Ja, die irritieren ganz schön stark. Wie viele Runden hast du gemacht? 12. 12, okay, gut. Ich drehe hier die ganze Zeit, was ist denn das? Vielleicht überrunde ich dich, ja. Wow. Ich drehe die ganze Zeit. Na, läuft, würde ich sagen. Da können wir auch alle einmal fragen. Ich habe gesehen, er hat das Spiel auch. Ja. Dass er mal mitzockt. So, da gibt's die nächste. Das ist doch Kacke, ist das doch hier. Du bist schwindelig. So, jetzt aber. Hui. Boah. Ja, also ich kenne die Strecke natürlich auch nicht auswendig. Ach du Scheiße. Alter, was für eine Abkürzung ich jetzt genommen habe. Das dürfte eigentlich im Normalfall nicht zählen. Alter, und dann auch noch geschliffen und gedreht. Oh Gott. Du sagst, du rutschst immer weiter, du drehst dich immer wieder. Ja. Oh lol. Im Normalfall, weiß nicht, ob das schon boxreif für dich war. So, jetzt bin ich auf der Geraden. Das ist ja schon mal schön. Nein, nein! Alter, müssen mich doch verarschen hier. Oh Gott, hier ist die Kurve. Ich sehe wenigen Regen überhaupt nichts. Alter, ey. Boah, wieder ins Schleudern ein bisschen gekommen. Ein bisschen? Ja. Boah, lol, die lange Kurve genommen. Ei. Natürlich nicht, wie es ein Profi macht, das ist ja logisch. Ich hab grad auf die Karte geachtet, scheiße. Oh lol, Alter. Ey, was mach ich? Alter. Ja, jetzt komm nochmal klar und wieder gedreht. Ey. Oh mein Gott. So, jetzt Grip. Jetzt bleib auf der Strecke, genau, wunderbar. Oh lol. Also was Dennis abzieht, könnt ihr auch sein Kanal sehen. Ja. Oh, 12 Runden ist glaube ich ein bisschen viel. Ja, kommt drauf an, normalerweise dauert eine Runde 1,30 oder so, 1 Minute 30, also für die guten Fahrer. Aha. Bei uns bestimmt so 2 Minuten oder so. 2 Stunden. 2 Stunden. Ich rutsche immer weg. Alter.
Ich komme noch nicht klar, wann ich genau bremsen muss und wenn wann nicht. Was ich fabriziere, könnt ihr auf meinem Kanal sehen. Ich habe die Hilfe ausgestellt. Ja? Ja, kann man machen. Ich habe sie jetzt noch angelassen. Ich fahre jetzt gerade so nach Gefühl sozusagen. Ist aber echt schwer, wenn man nicht genau weiß, wann die Kurve, nächste Kurve kommt. Ey. Man sitzt so tief in solchen Wagen. Muss man erstmal checken und die Strecke kenne ich nicht so wirklich. Folge machen wir mal ohne Regen. Ja, das ist schon ganz schön. Also für den Start vor allen Dingen mit Regen, ja. So. Oh nein, ich habe vergessen immer diese Kurve, ey. Oh. Und wieder ein. Oh, ey, es gibt's doch nicht. Und wieder gedreht auf dem Rasen. Und, ich spiele auf höchsten Grafikeinstellungen, ne? Ha. Oh Mann. Alter, ey. So, jetzt nochmal hier richtig. Nein, jetzt Grip erstmal. Alter, ich komme gerade überhaupt nicht klar. Es wird mal. So, jetzt erstmal hier normal fahren und jetzt kann man wieder Gas geben. Wo bist du? Oh, denn? Doch nicht. Alter, das war ein Bandencheck. Ich bin jetzt auf der Zielgeraden. Oh. Alter, ey. In echt müsste man jetzt locker in die Box fahren. Wir haben ja den Schaden ausgemacht. Ja. Zum Start erstmal. Oh, Drift. Jetzt kommt klar, Wagen. Also ich glaube, bei Regen darfst du auch nicht so schnell fahren. Nee, ist schon gefährlicher, ja. Auf jeden Fall. Ich muss mehr nach außen kommen von den Kurven, statt zu innen fahren. Okay, dann hätte ich eine Strafrunde fahren dürfen. Ich denke ich auch. Ich die, ja doch, beide Runden müsste ich eine Strafrunde fahren müssen, weil ich habe zweimal die Kurve da verpasst. einfach die Abkürzung genommen. Boah, aber die Kurven sind ja echt scharf von dem Gebiet. Die sind schon echt nicht ohne. So, boah. Die Kurve ist zu schnell genommen. Und wieder Zeit dann geschenkt. Wenn ich mich jetzt nicht drehe gleich auf der Kurve, kann es sein, dass es meine beste Runde wird. Ich war vorsichtig, wie sich das gehört. So mit 10 km/h. Also wie gesagt, wir sind ziemliche Neulinge, nicht auf uns jetzt ausschimpfen, wie loserhaft wir gerade fahren. Ich habe das in 10 Minuten geschafft, 12 Runden. Ah, ich habe die Kurve mal genommen, ey. Das wäre mal, glaube ich, eine Runde ohne Strafe. Na, zumindest bei der Kurve hier. Sonst weiß ich jetzt nicht genau, wie die Regeln natürlich sind. So, und Zielgerade. Das dürfte jetzt meine beste Runde gewesen sein. Oh lol. Oh nein, ich schleudern hier. Das kann natürlich leicht passieren. Vor allem, wenn man so fährt. So. Die kommen hier immer von ganz außen und dann so in die Kurve rein. Und dann hier und das war wieder Fail. Ja, ja. Die Strecke ist auch nicht so einfach. Vor allem, wir fahren nur mit einem Formel C-Wagen. Oh Gott, hier ist ja eine Linkskurve, gar nicht gecheckt. So, hier müssen wir wieder nach außen fahren. Okay, oder auch nicht. Ich hab eine ganze Strecke abgekürzt. Ja, ich glaube, da bist du gewesen. Huch!
Wo ich auch zweimal abgekürzt habe von dreimal. Lol, Mann, und der sind wieder quer. Alter, in Regen ist es schon heftig zu fahren. Das merkt man direkt. Und zieh gerade. Wir haben eigentlich KI eingeschaltet, aber irgendwie... Ja, irgendwie wollen die KI-Fahrzeuge bei Multiplayer nicht. Oh lol, Alter. Ey, fahr ich grausam. Na doch, Brno kenne ich noch ein bisschen, die Strecke von Tschechien. Die bin ich auch im Multiplayer, nicht Multiplayer, freies Fahren noch gefahren. War hier diese hier noch gar nicht. Oh nein, 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 nein. Ah ja, ich... Strafrunde Nummer 3 wäre es auch für mich gewesen, ey. Ich vergesse diese Kurve andauernd. Die ist echt scharf. Lol, Alter, hätte ich einen Pfosten mitgerammt. Ach ja. Aber Grafik ist schon nice. Jo. Kann man nicht meckern. Oh lol, da habe ich einen Pfosten mitgenommen. So, es war jetzt die wievielte Runde? Vierte, fünfte und wieso? Bei mir ist jetzt die vierte. Okay, dann ist jetzt bei mir die fünfte. Steht da unten immer. Bei mir nicht. Oder ich bin blind. Oh Gott, hier ist ein Linkskurve, stimmt. Oder wo da Platz, Platzierung ist. Platzierung sehe ich auch gar nicht. Irgendwie habe ich das ausgeschaltet anscheinend. Da habe ich mich auch gewundert beim Zeitfahren, wo ist meine Zeit? Muss hier mal Escape drücken, um die zu sehen. Fährst du mit Maus und Tastatur? Nö, ich fahre mit Controller. Ich hab wieder abgekürzt. Ja, die Kurve ist echt heftig. Oh lol, Alter, ich verschätze mich total gerade. Ich glaube, die ganzen Runden machen wir nicht in dieser Folge. Weil ich glaube, das wird ein bisschen zu lange. Meinst du? Ja. Oh nein, Alter, auch schon wieder abgekürzt, Alter, leck mich doch. Mach du jetzt deine Runde noch zu Ende, ich meine, dann... Ich glaube, es wird zu lange. Ah, ich weiß nicht. Warte mal, wie lang geht denn eine Runde? Ich schau mal, meine beste Runde ist 2:16. Also... Ja, für die erste Folge reicht's ja. Ah. Oh, lol. Also ich habe meine gerade übrigens zu Ende gefahren. Oh lol. Ja, muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben hier, vor allen Dingen die ja. Strecke. Zuerst mal so eine Strecke üben fürs Let's Play oder so. Ja, wir wollten euch einfach mal die Grafik zeigen im Regen. Ja, fürs Erste. Ah. Ah, Project Cars. Schon kein schlechtes Game. Also Grafik, Hammer. Ja. Meine Fahrkünste, der Oberhammer, nein, Spaß. Natürlich. Was will man mehr hier? Immer schön gestrandet. Null! Oh, falsch.
Hallo? Ah, jetzt kommt wieder die berühmte Todeskurve. Oh lol, und wieder gesch... Alter, kann man voll die Challenges machen für uns Anfänger. Macht mal eine Kurve ohne Strafzeit. Schon eine Challenge für uns. Oh lol. Kann ich mal hier die Boxengasse zeigen? Wenn ich jetzt noch falsch ranfahre, aber... Siehste, ein schönes Tempo hatte ich. Ich wurde gelobt, weil ich ein schönes Tempo drauf hatte. Och nö. Wie sieht das eigentlich aus, wenn du vor mir bist? Blinkt dann die Lichter? Weiß ich nicht. Bleib mal stehen. Bist du hinter mir? Ja. Okay. Können wir es nochmal von vorne zeigen? Wie war denn das nochmal? X, glaube ich. Habe ich es eingestellt? Nee, F. Nee. Wie konnte ich denn jetzt nochmal die Außenperspektive anzeigen lassen? Wo bist du denn hin? Ach, da hinten. Oh, welche Taste war denn das? Ah, da kommt er. Genau, ja. Aua. Warte, blinke ich hinten? Nee, ne? Nee. Schade, das hätten wir aber eigentlich machen können. Ich glaube, für die erste Folge reißt er auch. Boah, ja. Würde ich mal sagen. In der nächsten Folge geht dann mit normalem Wetter. Mit Sonnenschein. Jawohl. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Project Cars. Ciao. Ciao. No gunshots, but they get in low.